Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play H1Z1. Ja, das ist lange her. Ich bin ordentlich aus dem Karnevalskoma erwacht. Und ja, ihr seht direkt mal die neueste Änderung bei H1Z1. Gestern gab es nämlich ein Patch und ihr seht direkt mal von vornherein, das Metalltor ist jetzt direkt mal zwei Felder hoch. Also ist nichts mehr, ne? Mit für die lieben Jungs hier, die ein Fass vor die Tür stellen und drüber hüpfen. Ja. Funktioniert so jetzt nicht mehr. Des Weiteren soll es demnächst. Warte mal, gucken, ob ich hier drüber hüpfen kann. Ne, kann ich nicht. Haha, sehr gut. Nochmal ausprobieren. Hüpf über die Wand. Doch, kommt man ja drüber. Also muss ich das Ding wegmachen. Ist aber kein Problem. Habe ich mir sagen lassen. Zack, machen wir zu. Ja, was hat sich noch geändert? Die Grafik hat sich sehr geändert, wie ihr seht. Ist viel feiner geworden. Wie schöner geworden. Der Bug, nicht der Grafikbug, sondern der Bug. Moment, wir brauchen einen Stock. Habe ich schon einen? Sehe ich immer so schlecht. Nee, noch keinen Stock. Dieser Bug, womit man sich durch Häuser buggen konnte, ist jetzt auch verschwunden. Gott sei Dank, sage ich mal. Ihr könnt jetzt wirklich anfangen, eine Base zu bauen und damit wird das Spiel auch wieder sinnvoll. Darauf habe ich gewartet, weil ich hatte wirklich keine Lust, ja, hier immer rumzurennen und dauernd ausgeraubt zu werden. Vergebt mir, Leute, dass so lange nichts kam, aber ja, Moment. Ich weiß, du bist mein Kunde. Da sind doch Stöckchen genug. Sehr gut. Ich brauchte nur ein Stöckchen. Ach komm, bevor du uns auf den Geist geht. Na, komm, mein Freund. Guten Morgen. So. Das sollte jetzt auch funktionieren. Gucken wir direkt mal nach. Ja, wunderbar. Wie man so zeigt, funktioniert es nicht. Nein. Bekomm doch mein Pfeil nicht wieder. Bis jetzt hat es immer funktioniert. Aber jetzt, wo ich zeigen will, funktioniert es nicht. So, ja. Jetzt werden wir mal schnell dieses blöde Fass da weghacken, damit die Spinner nicht direkt immer reinkommen können. Ja, genau, was gibt's noch Neues? Es gibt obere Wände, soll es geben, sollten implementiert werden. Sich also, sprich Wände, mach zu, das Ding. Zu. Hallo, zumachen. Jetzt bin ich draußen. Also ich will schon drinnen sein. So. Zumachen. Jetzt machen wir uns als allererstes mal einen Speer. Und zwar für ein Speer braucht ihr dümmliches Stöckchen. Tun wir da rein. Zack. Discover. Hier. Metal Shards. Stöckchen. Craftet einen Speer. Den habe ich hoffentlich auch direkt in der Hand. Ne, habe ich nicht in der Hand. Wo ist er jetzt, der Speer? Können wir erzählen, wo der Speer hin ist? Ach so, ich muss jetzt mal einen herstellen. Moin, moin. Ja, ich bin noch nicht ganz richtig hier anscheinend. Immer noch nicht. Lange gedauert. So, jetzt haben wir einen Speer in der Hand. Und jetzt heißt es 10 Hacker auf unser tolles Gerät. Sollte uns erlösen davon. Wir machen lieber die Tür zu, falls Besuch kommt. Jetzt bin ich gespannt. Hack. Ich sehe davon aber nichts, dass das irgendeine Wirkung zeigt. Na, bin ich mal gespannt, ob das wirklich Wirkung zeigt. Hacken wie ein Blöder drauf rum. Na? Die Theorien überprüfen, was wir alles hier lesen haben. Also, angeblich nach 20 Hackern soll sich das Fass in Luft auslösen. Ich höre aber keinen Treffer noch irgendwas. Jawohl, weg ist es. Da hat sich das Scheißding in Luft aufgelöst. Sehr geil. Seht ihr? Einfach ein Speer. Ein Stück Holz und eine Metallspitze, das war's. Da verschwindet dieses Drecksding. Das ist ja wunderbar. Mach den auch noch weg. Dann ist das richtig teuer hier einzubrechen und ich werde sowieso erstmal noch nichts Großes einlagern. Ich habe auch nichts zum Einlagern, ehrlich gesagt. Jawohl, da sind die Scheißdinger Geschichte. Das ist doch schon prima. Ich habe auch noch keinen Zombie mit dem Speer erlegt. Ah, ja, so langsam mal sicher wird's.
Was mich ein bisschen traurig stimmt, dass das nicht mehr von Sony ist, dass es gekauft wurde. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit dem, ne? Nicht mehr von Sony. Sony war ein riesen Betrieb, ich hatte immer drauf geachtet, dass das alles auch funktioniert und ja. Was mit dem neuen Verein ist, ist dann immer so fraglich. So, was wurde denn noch gemacht? Der Schrotflintenschaden wurde erhöht, die Munition, die ihr einlegen könnt, die Schrotflinte wurde erhöht, der Schaden für die neuen Elfer wurde erhöht. Die neuen Elfer habt ihr bis jetzt auch noch nicht gesehen bei mir. Ich habe sie selber in live auch nicht gesehen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal runter in den Ort. Ich hoffe, dass ich überlebe. Versuchen mal den ersten Zombie mit dem Speer zu killen. Und wir brauchen auf jeden Fall Nachschub. Halt, was habe ich denn noch dabei? Ich habe doch dabei die Brechstange, glaube ich. Oder nicht, oder nicht? Wo ist meine fucking Brechstange? Weg ist sie. Naja. Gucken wir mal. Hat mir jemand... Nö. War natürlich alles geklaut, muss ich ehrlich sagen. Alles. Ne, wie immer. Alles weg. Haben nichts da gelassen, die netten Leute. Warum auch? Warum sollte man was da lassen? Ja, ist halt im Moment noch ziemlich übel. Einzige, was ihr bekommt, freiwillig, ist ein Pfeil in den Rücken, eine Kugel in die Fresse. So sieht's leider aus. Deswegen, es ist noch sehr schwer, hier was Anständiges hinzukriegen. Und jetzt gucken wir mal. Da hat auch einer was daneben gebaut. Ich weiß es ja nicht. Ist doch meine Hütte hier. Wir gehen echt mal oben drin gucken. Da stehen Kisten in der Luft. Leck mich am Hof. Hier wurde schon überall was gebaut und überall alles abgerissen. Seht ihr, das ist Zucker. Nee. Hätte mich auch gewundert, wenn hier was ist. Multivitamintabletten. Zucker. Zucker. Na komm. Das hat sich mittlerweile erledigt, würde ich sagen. Hier die Kisten sind in der Luft. Gucken wir mal. Kisten in der Luft ist immer prima. Da ist sogar alles Mögliche drin. Eine Pistole ist da drin. Sehr gut. Eine Axt. Nehmen wir direkt was mit. Ein Helm. Den ziehe ich sogar an, würde ich sagen. Schreddern. Helm anziehen. Das kommt alles mit. Dankeschön. Und das hier drin. Ach du je. Ja, das ist ja nett. Ein Militärrucksack. Ich fass es ja nicht. Oh, das ist ja nett. Sehr gut. Nehmen wir ein paar mit. Das war es schon. Bin ich voll. Oh, das hat sich ja gelohnt, der Ausflug. Werden wir direkt mal nach oben bringen. Alles voll, seht ihr überall. Voll Zeug. Wollt ihr mit dem Speer killen. Ja, mein Freund. Ganz ruhig. Das hat dein Speer eine Rübe. Gibst du meinen Speer her? So. Jetzt blut ich natürlich wunderbar. Gut gemacht, Helm. Schnell verbinden. Zack. Jetzt müsste das Bluten aufhören. Was ist mit meinem Speer? Na, dann behalte ihn doch. Jeder den Speer könnte werfen. Dann bringen wir mal schnell die bisschen Pistole nach oben. Die werden wir mal sichern. Ach, ich habe hier direkt Nachbarn. Nö, habe ich nicht. Seht ihr, die meisten Leute haben gebaut und dann doch wieder aufgegeben. Ja, das ist doch zurzeit sehr deprimierend. Wozu soll man bauen, wenn dann ein wieder alles kaputt gemacht wird? Ja? Das ist im Moment die Moral der Geschichte. Ja? Hier, das Tor geht nur auf, wenn er nach oben guckt oder springt. So, jetzt müssen wir irgendwie. Ach, wir tun einfach hier was da rein. Ein Pistölchen, noch ein Pistölchen. Und die Axt vor allen Dingen ist nicht schlecht. First Aid Kit. Und die Batterien. Zack, die hier rein. Wunderbar.
direkt vom Nachbarn geklaut. Ist das nicht nett? Mal gucken, wie lange das Zeug hier ist. Ich bin gespannt. Der gekochte Hase. So, nächste Einkaufstour, weiter geht's. Hey, direkt wieder runter. Gucken, was der Nachbar noch zu bieten hat, bevor die anderen kommen und alles da wegraffen. Wir sichern sozusagen die Klamotten. Auch da einer? Nee, ne? Nee, ist auch gut so. Wir brauchen jetzt keine Überraschung. Wir brauchen auch keinen Wolf. Geh weg. Gut, dass ich da reingelatscht bin. Da können wir mal ausschalten. Das sah aus wie frisch weggehackt. Sonst wäre ja nicht mehr alles voll Zeug. Wir müssen mal aufpassen, dass gleich kein Besuch kommt. So, Schande. Sag mal her. Aber die nehmen wir auch mal mit. 500, ne, den kannst du behalten. Halt. Was habe ich jetzt mitgenommen? Zack. Gucken wir mal in den anderen Kisten. Hier ist ja jede Menge. Jede Menge. Eine Batterie hat er da. Alles klar, nicht Batterie mit. Ein Auto. Waffen, Reparaturkits. Die sind gut. Noch eine davon. Herrlich. Haben wir alles da. Außer Munition hat er nicht da. Eine Hunting Rifle. Ja, schöne Sachen gibt's hier zu klauen. Ich schätze mal, hier wird überall alles voll von so einem Zeug liegen. Da ist noch eine Batterie. Guckt euch das an. Kann ja nicht so viel Zeug mitnehmen. So. Dankeschön. Selbstbedienungsladen. Ja. Ne? Das ist im Moment der Schwachpunkt von H1Z1. Seht ihr überall kaputt gehackte Dinger. Und ich glaube, da der Tor sich jetzt da oben erhöht hat, wird das nicht lange auf sich warten lassen, bis sie wieder das Tor da oben kaputt hacken oder wieder Fässer dahinstellen. Und somit ist das Spiel im Moment leider ziemlich nutzlos, würde ich sagen. Wenn man nämlich versuchen will zu überleben, wozu soll ich was bauen, wenn halt unmöglich ist, das irgendwie zu beschützen. So. Mach auf, mach hoch die Tür, Tor, mach weit. Hallo, ich möchte rein. Danke. Das ist ja nicht fassbar, oder? Das ist auch noch sehr buggy. Also ist wirklich, wirklich noch nicht zu empfehlen, das hier ständig zu spielen. Ihr ärgert euch nur die Pest an den Arsch. Ja, deswegen habe ich auch das nachgelassen, das zu spielen, weil der ist ja ne, nutzlos. Useless. Ja, da. Raus da mit den Klamotten. Haben wir mal was reingetan. First Aid Kits tun wir auch weg. Bis auf 1 und die Batterie. So, schön. Den Militärpack habe ich doch mitgenommen. Ja, tun wir rein. Schön. Die Waffenreparaturkits sind natürlich klasse. Okay, Crafting. Wir craften gerade mal neuen Verband. Essen ein paar Gummibären. Ja, also mit Zusammenschließen und Basebau finde ich ja gut. Aber Basebau natürlich wozu, ne, Leute? Das ist die Frage. Ja, und im Patch, habe ich glaube schon gesagt, wurde auch implementiert, Upper Wall zu bauen. Ja, also man kann angeblich jetzt schon, angeblich muss ich leider sagen, noch eine Wand drüber setzen. Ja. Aber natürlich funktioniert es nicht. Ihr werdet kein Rezept finden im Moment, wo ihr die höheren Wände bauen könnt. Oder die höheren Gegenstände erstellen könnt. Also quasi hier noch eine Etage draufsetzen, hoch aus errichten, sage ich mal. Ja. Funktioniert alles leider im Moment noch nicht. Ja, soweit war es erstmal für den Überblick, würde ich sagen. Das reicht auch. Ne? Wir haben genug gesehen. Grafik ist wirklich viel schöner geworden. Ja? Kann man wirklich nur so sagen. Mach zu. Und gut, dass dieser Bug, wo man direkt von vornherein irgendwo rein konnte, dass der auch weg ist. Ja, das ist ja prima.
Aber der Rest ist noch ein bisschen Schweigen im Walde. Anfangs ging es ja sehr schnell mit den ganzen Patches. Jetzt ist es ein bisschen, meiner Meinung nach, eingeschlafen. Die groben Sachen gehen an für sich, also aber das Wichtigste patchen sie nicht. Hier diese Funktion, ne? Dass man rein und raus ist okay, funktioniert einigermaßen, aber dass man das schützen kann, ja? Ist doch schwachsinnig. Hier was zu bauen und zu sammeln. Guck, ich komme kaum in die Hütte rein, ne? Also ist wirklich. Ah, geschafft. Wie soll ich mein Zeug beschützen? Ja, solange das nicht möglich ist, ist das Spiel erstmal für die Füße, würde ich sagen. So. Also den Rest, ein pures Kloppen, kann ich mich auch in DayZ. Ist genauso gut oder so schlecht, würde ich sagen. Ja, DayZ, jetzt werden jetzt viele schreien, da wurde ja viel gemacht, Ritra Trullala. Ja, dann zeigt mir mal, wo ihr eure Hütte bauen könnt, um da eine Kiste reinzustellen. Geht nicht, oh wie schade. Ne? Ja, von daher, beide Spiele nicht perfekt. Wir werden demnächst mal bei der Set reingucken und ich würde mal danach forschen, was ich da verändert habe, obwohl ich so ein bisschen eine leichte Abneigung dagegen entwickelt habe. Aber werde ich überwinden für euch. Ja, in diesem Sinne wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Auf die Erde. Tschüss.